So, herzlich willkommen zurück. Ja, eigentlich habe ich noch genügend Speicher frei, aber anscheinend will Fraps mich schon wieder nicht. Naja, kann ihn gut verstehen. Ich benutze ihn ja eigentlich so fast wie jeden Tag. Hier mal Kohle, kannst du gleich mal hier rein. Gut. Jetzt stellt sich bei mir bloß nur die Frage, was wir als nächstes bauen könnten. Entweder Selbstmordmaschine. Ey, hör auf, mir einen Strich durch die Rechnung hier zu machen, ja? Weil sonst kommst du als erstes in die Selbstmordmaschine rein, Fräulein. Ey, das will mich echt verarschen, das Teil, ganz ehrlich. Warum willst du mich verarschen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, warum du mich verarschst. Wow, hör auf zu lecken, du Pussy, Arsch, Pimmel. Ganz schön ruhig hier. Gut, dann möchte ich mal sagen, bauen wir jetzt den Pool. Hehe. Ihr habt richtig gehört, ihr Schweine. Wir bauen einen Pool. Wenn die Framerates zum, aber wenn die Framerates mitspielen, dann machen wir das erst. Scheint aber so, dass sie es machen. Ach. Sollen wir das. Ne, jetzt machen wir ein Holz. Mach mal aus Holz das Ding, ist doch klar. Das können wir auch gleich mitnehmen, das können wir auch gleich mitnehmen. Genau. Wir können auch schon mal irgendwann mal ein modernes Haus bauen aus weißer Wolle. Moderne Häuser sehen ja zurzeit aus wie so weiße Wolle. Ey, ihr wisst schon, was ich meine, so weiße Häuser halt mit weißen Fassaden und so ein Mist. So. Ich merke schon, ich muss wieder Holz hacken gehen. Dann geh mal halt Holz hacken. Eigentlich gleich da drüben machen. Grüß Gott, Herr Baum, ich hab kürze mir Rechnung nicht bezahlt, jetzt müssen sie mit ihr Leben handeln. Pilz! Suppe. So. Ob das Ganze ob das Ganze reichen wird, ist die Frage. Ich wäre jetzt beinahe in dieses dreckige Loch reingefallen. Keine Ahnung, wer das hier hingestellt hat. Oh, eine Fackel. Das heißt, ich hab's eingestellt. Verdammt! Ich bin ein Arsch! So. Ey! Runter da! Da ist ja noch einer gewesen. Da haben wir ganz viele. Da müssen wir mal ein bisschen Holz hacken. So. Ich hacke gerade Holz ab, falls ihr es noch nicht wusstet, aber... Oh, du schon wieder! Willst mich schon wieder verarschen? Hä? Willst mich wieder verarschen? Hä? Du wirst mich verarschen? Hä? Ja, hau nur ab, schau mich nicht. Schau mich noch einmal und du bist tot. Arsch. Merkt ihr das, Leute? Also, Leute, mal ganz ehrlich. Ich möchte jetzt von euch, dass ihr jetzt ein Video macht, egal mit was, mit Handy oder Kamera, ist mir scheißegal. Dann nehmt ihr jetzt, wenn ihr Minecraft habt, nehmt ihr euren Bildschirm auf. Und das macht ihr dann folgendes. Ihr tut dann halt aufnehmen, ne? Dann tut ihr ein Schaf färben. Und dann tut ihr es erstmal foltern. Schön foltern, ne? Wisst ihr, wie ich meine? So. Erstmal mit der Faust schlagen und damit Lava irgendwie übergießen oder so. Und dann müsst ihr irgendeinen lustigen Gag sagen. Also, ich meine jetzt. Ja, genau, machen wir es besser. Ihr müsst dann danach einen Polizeiwitz erzählen. Also, Polizei-Dings. Zum Beispiel. Ich habe zum Beispiel einen, aber den dürft ihr dann nicht reintun. Wie nennt man eine Polizistin, die gerade ihre Tage hat? Red Bull! Naja, ich weiß nicht, ob ihr jetzt gerade gelacht habt, aber... Naja, ist nicht schlecht. Weg damit!
Weg. 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 Nimm mal Risen. Risen, Risen. Risen-Musik. Das, was Gronkh gerade Let's Play, wie nennt man das? Risen, ne? Risen oder Risen? Risen. Risen, in den Arsch geschissen. Irgendwie so. Gronkh weiß das schon. Ach ja, der gute Herr Gronkh. Ist mein Onkel, wisst ihr das nicht? Gronkh ist mein Onkel. Ja. Und er ist euer Gott. Stimmt, man könnte ja eigentlich Gronkh wirklich als Gott bezeichnen, mal ehrlich jetzt, ne? Das ist Tatsache. Wusste ich gar nicht. Ey, das will ich, genau. Bams. Dann können wir eigentlich diese Sanddinger zur Begradigung nehmen hier. Sonne steht noch in Ordnung. Okay. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Meine Fresse, ey, Freps, was ist mit dir los, ey? Bist du schwanger oder so? Gib's zu, du bist schwanger. Ach, das war mir schon klar. Du brauchst dich nicht zu schämen. Meine Mama war auch schwanger und ist mit einem nicht berühmten Let's Player schwanger geworden. Ja. Also, mach dir nichts vor. Tja. Ey, ey, wow. Ich nehme dich auseinander. Hehe. Ey, ich mein's ernst, ey, ich schwör, Alter. Ich mach dich kaputt, ey, wenn du jetzt nicht sofort aufhörst, Alter. Und jetzt hörst du auf, Alter, geh, du hast Schiss von mir, ey, Alter. Okay, du hast doch nicht Schiss von mir. Hör bitte auf, ja? Ohne dich, Fraps, kann ich nicht weiter Let's Playen. Du würdest 191 Leuten, nach meinem Stand heute, den 5.2.2012, würdest du sehr unglücklich machen. Also mach bitte weiter. Ach ja? Du willst ja so nicht glücklich sehen? Weißt du was? Fuck you, ja? Fuck you! Jetzt sagst du nichts mehr, hä? Oh, jetzt arbeitet er auf einmal wieder. Tut mir leid, Fraps. Das wollte ich alles nicht. Ich mein's ernst. Das wollte ich wirklich nicht. Jetzt ist es traurig. Jetzt arbeitet es zu Fleiß. Naja, soll es ruhig. Danke, Fraps. Ich lieb dich und so. Ich bin in Fraps verknallt. Nein. So. Plumpsch. Plumps, 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 plumps. Ich möchte dann schon einen großen Pool. Ja, reicht schon. Das ist doch ein großer Pool, ne? Ja, ja. Ey! Ah ja. Ich brauche was zum Essen, das ist zum Fressen, oh ja. Ich brauche was zu fressen, Alter. Gib mir was zu fressen. Oder kauf mir ein Bags. Denn ich bin der größte Alkoholiker. Nach Andreas. Halt, stopp. Viele wissen gar nicht, wer dieser Andreas ist, ne? Schämt euch. So, hier kommt so ein kleiner Mini-Pool rein. Das ist dann auch der Whirlpool, oder ne? Wie machen wir das? So, hier ist schon mal der eine Pool. Ja, gehen wir erstmal pennen.
Oh, jetzt werde ich ja selber schon müde. Oh mein Gott. Oh scheiße, wir haben es ja bald 10 und ich spiele gerade an den Sonntag und normalerweise muss ich immer um 10 in die Haie gehen. Aha. Na gut, wir bauen jetzt einfach noch ein bisschen weiter. Bis meine Mutter in mein Zimmer kommt und sagt, ich muss ins Bett gehen. Nein, ist sowas ist echt so. Meine Mutter kommt tatsächlich immer in mein Zimmer, wenn ich meistens Let's Play. Habt ihr zwar noch nicht mitbekommen, aber es ist wirklich so. Schade, nicht wahr? Da muss gleich Elfenlied weinen. Elfenlied. Das erinnert mich an etwas Böses. Etwas Abscheuliches. Elfenlied. Elfenlied ist ein wirklich seltsamer Anime. Ja, wirklich seltsam. Schau. Ey.